Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Bald bekommt meine gegenübersitzende Freundin ihr Baby. Das heißt, wir müssen die Nägel gut einkürzen und das machen wir heute. Ja, es bleibt bei Nägel, aber wir verstärken im Endeffekt dann nur ihre Naturnägel. Als erstes muss aber mal das Material runter. Dann machen wir die ganzen Vorbereitungen, sprich Nagelhaut zurückschieben. Bevor das aber passiert, kürzen wir die Nägel und dazu nehme ich die geniale Erfindung Pododisc. Einen Link dazu setze ich euch mal unten in die Infobox. Und jetzt, wie eben angekündigt, wird die Nagelhaut zurückgeschoben. Dann mit dem Nagelhautbit die unsichtbare Nagelhaut entfernt. Und mit der Handfeile, ich benutze hier ein Wechselfeilensystem von Aretini, das sind die Longlife Zebra Wechselfeilen. Damit wird dann der Nagel in Form und Länge zurechtgefeilt, sowie der Naturnagel anmattiert. Da ich es hier mit sehr feuchten, schwitzigen Händen zu tun habe, benutze ich als erstes einen Dehydrator, der hier ist von Lönnies Nail Shop. Mit der Rubber Base Perfect Flex von Lönnies Nail Shop mache ich die Grundierung. Für die Naturnagelverstärkung benutze ich den Shellac Flexi Builder Clear von Laveni. Zuerst setze ich mir eine dünne Kontaktschicht und dann setze ich mir mit etwas mehr Gel in der Mitte vom Nagel den Aufbau ab. Sprich, ich setze mir da etwas mehr Gel ab und dann verläuft das wie fast von alleine. Und damit es mir nicht gänzlich dorthin läuft, wo es nicht hin soll, kommt jetzt meine Mini-LED-Lampe zum Einsatz und das Ganze wird schon mal angehärtet.
Und wenn dann die ersten vier Finger fertig sind, wird komplett ausgehärtet. Nachdem alle fünf Finger ihren Aufbau haben, wird die Schwitzschicht entfernt und das Ganze noch befeilt. Viel zu befeilen ist nicht, weil das ja kein großer, riesiger Aufbau ist, aber dennoch wird die Form nochmal ein bisschen befeilt und der Aufbau ebenfalls. Und dann kommt auch schon der Buffer zum Einsatz, um grobe Feilspuren zu entfernen. Damit wird dann auch das Farbgel schön eben auftragen können. Den heutigen Wunsch seht ihr hier eingeblendet. Das kann ich natürlich nicht 100% umsetzen, weil ich diese Blumen in der Form nicht malen kann und auch keine Sticker so in der Art habe. Trotz alledem versuchen wir es natürlich. Als erstes wird aber mal das farbige Fullcover gemacht. Dazu benutze ich ein Farbgel von Julie Fien. Das trage ich mir in zwei dünnen Schichten auf, damit es dann deckt. Und jetzt sind wir schon bei der zweiten Schicht. Da nehme ich auch etwas mehr Farbgel und wie ihr sehen könnt, deckt das dann wunderbar. Und mit dem Farbgel Superweiß von Laveni werden dann die anderen Fullcover gemacht. Als Blumensticker habe ich was gefunden und zwar aus einer Lüni-Box. Das war eine sommerliche Box, die hieß, glaube ich, Butterfly. Und da sind schöne Blumen dabei gewesen, die wir verwenden können. Auf einem der Nägel ist der Schuckereffekt gut zu erkennen. Den arbeite ich hier mit dem Royal Glitter von Lüni's Nail Shop. Dazu trage ich mir eine Schicht Topcoat ohne Schwitzschicht auf den Nagel auf, lasse das nicht aushärten, streue das Glitzer ein und lasse es dann aushärten. Und nun kommt auch schon der Nagel dran, wo der Sticker drauf kommt. Hier trage ich mir nochmal den Flexibild in der dünnen Schicht auf den Nagel auf, lasse es nicht aushärten und setze dann mein wasserlösliches Tattoo in die noch feuchte Gelschicht. Die Tattoos habe ich zwischen zwei feuchte, also mit Wasser getränkte Zeletten gelegt. Dann kann ich die Tattoos von der Trägerfolie lösen, kann sie in die noch feuchte Gelschicht einlegen und dann richtig schön platzieren und dann wird ausgehärtet. Jetzt wird das überschüssige Glitzer abgeputzt mit einem feinen Staubpinsel und entweder, wenn man den Schuckereffekt haben möchte, lässt man das jetzt so und wenn man nur diesen Glitzereffekt haben möchte, dann versiegelt man ganz einfach. Ja, das werden wir jetzt tun. Wir versiegeln das Ganze, denn wir sind schon fertig. Als Versiegler nehme ich Atemlos Extrem Glossy vom Nagelladen.
Ja, und das, meine Lieben, war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sag danke fürs Zuschauen, bye bye, eure Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.